ein Weihnachtswunder mit einer Kuh. Eine Geschichte. Vor langer, langer Zeit wanderten drei Männer durch die ganze Welt. Sie gingen von Ort zu Ort und auf allen ihren Wegen taten sie stets etwas Gutes. Sie besuchten fast jeden. Sie gingen zu den Armen und auch zu den Reichen. Sie motivierten all die Menschen, barmherzig und tolerant zu sein und jeden zu respektieren, zu schätzen und zu helfen, wenn man sehe, dass man helfen könne. Eines Tages, es war genau am Weihnachtstag, erklommen die drei Männer eine hohe und steile Anhöhe. Es war sehr kalt, der Wind peitschte ihnen durch ihre Gesichter und der Schnee war bereits so hoch, dass er ihnen bis über die Stiefel ging. Es war ein harter und schwerer Aufstieg. Als sie, ganz angeschlagen, oben auf der Anhöhe angekommen waren, sahen sie von Weitem eine Berghütte mit einem Schornstein, aus dem Rauch emporstieg. Gehen wir zur Berghütte dort drüben und fragen, ob wir uns aufwärmen dürfen und auch, ob wir etwas essen und trinken bekommen, sagte einer der Männer. Sie gingen in die Berghütte und sahen drinnen eine alte, kleine Frau am Kachelofen sitzen, die gerade ein Baby mit einer alten Flasche stillte. Daneben, auf etwas Stroh, schlief eine Ziege. Dürfen wir uns kurz erwärmen und haben Sie vielleicht auch ein wenig Essen und Trinken für uns, liebe Frau? Bat einer der drei Männer. Die alte Frau schaute die drei gutmütig aussehenden Männer an und sagte, »Ja, gewiss, ihr braven Leute, ich habe etwas Brot und Wasser, gutes Wasser, aber das ist leider auch schon alles, was ich euch bieten kann.« Sie legte das Baby in einem selbstgezimmerten Stubenbett, welches auf einer Bank stand, holte das Brot und eine hölzerne Karaffe mit frischem, klarem Wasser und reichte es den drei Reisenden. Nachdem sie eine Kleinigkeit aßen und tranken und ihnen auch nicht mehr so kalt war, traten sie näher, um das kleine Baby auf der Bank zu betrachten. »Das ist doch nicht Ihr Kind, liebe Frau«, fragte einer der Männer. »Nein, gewiss nicht, ihr lieben Leute, und doch ist es, als wenn es mein eigen wäre. Das liebe Engelchen gehört meiner Tochter. Aber ach«, hielt sie kurz inne, »seine arme Mutter ist tot, als sie es zur Welt brachte, und so habe ich es mir angenommen.« »Und sein Vater?«, fragte ein anderer der drei Männer. »Sein Vater lebt, doch er muss früh aus dem Haus, um tagsüber bis spät in die Nacht in einer reichen Burg in der Nachbarschaft zu arbeiten. Er verdient nicht viel, es reicht, dass wir drei zum Leben haben.« Die drei Männer schauten sich an, und einer der drei fragte die alte Frau dann, »Und wenn ihr hier oben eine Kuh hättet?« »Oh, wenn wir eine Kuh hätten, dann wären wir wirklich glücklich. Wir würden sie am Wegrand grasen lassen und wir könnten Milch und Butter auf dem Markt verkaufen. Und es würde uns viel besser gehen. Aber wir werden nie eine Kuh besitzen.« Einer der drei Männer schaute die alte Dame an und sagte mit einer lächelnden Stimme, »Vielleicht ja doch, so Gott will. Reichen Sie mir doch bitte mal Ihren Stock.« Der Mann nahm den Stock der alten Frau und schlug damit dreimal auf den Kachelofen und sprach dabei lateinische Wörter, die aber keiner so recht verstand. Und kaum tat er das, trat eine sehr schöne Kuh durch die Tür, deren Euter vor Milch und Gesundheit nur so strotzten. »Jesus Maria«, erschrak die alte Frau, »wie ist das möglich?« Der Mann gab der alten Frau ihren Stock zurück und sagte, »Durch Gottes Gnade wird sie euch geschenkt, liebe Frau.« Die alte kleine Frau war überglücklich, wo ihr doch gerade ein Wunder geschehen war. »Möge Gottes Segen auf euch ruhen, ihr guten Herren«, sprach sie mit einer gerührten Stimme. »Ich werde für euch beten.« Die drei Männer machten sich wieder auf den Weg. Es fing schon an zu dämmern und sie hatten noch einen weiten Weg auf sich. Als die kleine alte Frau dann allein war, fing sie direkt an, ihre Kuh zu melken. »Eine schöne Kuh«, sagte sie, »wie viel tolle und gut riechende Milch sie hat.« Aber gleichzeitig beschäftigte sie sich auch immer wieder mit der Frage, wie diese prächtige Kuh in ihr Haus gekommen war und vor allem woher. »Wenn ich mich recht erinnere«, dachte sie, »hat einer von den drei Fremden die Kuh mit meinem Stock hergeholt, als er auf meinem Ofen schlug. Ich habe den Stock und ich habe den Ofen. Ach, vielleicht, wenn ich doch noch eine Kuh bekäme. Vielleicht brauche ich dazu ja wieder nur mit meinem Stock auf den Ofen schlagen, wie der andere. Ich will es versuchen.« Und so schlug sie einmal heftig mit ihrem Stock auf ihren Ofen und sprach dabei einige Wörter, die sie für Latein hielt, aber die zu keiner Sprache gehörte. Beim Schlag auf den Kachelofen riss ihr Stock ein Stück ein und auch am Kachelofen entstand ein großer Riss in einer Fliese.
und sofort, als sie das Bersten ihres Stockes hörte, trat ein großer, dunkler Wolf in die Hütte, der die Kuh auf der Stelle erwürgte. Die Alte war ganz entsetzt und lief hilflos aus der Hütte. Sie blickte sich in den Weiten des verschneiten Tales um und sah die fremden Reisenden, die noch nicht weit weg waren. Ihr Herren, schrie sie. Die drei Männer hörten die alte kleine Frau und blieben stehen. Was ist Ihnen denn geschehen, liebe Frau? Fragte der Mann, der der alten kleinen Frau zuvor die Kuh beschert hatte. Als die Frau noch Schreck vor Angst vor den drei Männern stehen blieb, antwortete sie, ach, guter Herr, kaum wart ihr fort, kam ein großer Wolf in mein Haus und erwürgte meine schöne Kuh. Der gute Mann zog eine Augenbraue hoch und erwiderte, es ist so, dass ihr selbst den Wolf gerufen habt, liebe Frau, und ihr wisst auch sicher warum. Aber kehrt schnell wieder nach Haus zu eurem Kinde und zu eurer Kuh zurück. Dort werdet ihr beide lebendig und gesund vorfinden. Aber in Zukunft seid klüger. Begnügt euch mit dem, was euch wie durch ein Wunder geschenkt wurde und versucht niemals etwas zu tun, was nur Gott allein tun könnte. Die kleine alte Frau kehrte nach Hause zurück und fand das Kind und ihre schöne Kuh lebendig und gesund. Und erst jetzt erkannte sie, dass der liebe Gott selbst in ihrem Haus gewesen war, denn nur er konnte tatsächlich in der Lage sein, ein solches Wunder zu vollbringen. Und damit endet meine kleine Geschichte. Die Moral von dieser Geschichte wird wohl sein, dass wenn ihr mal etwas geschenkt bekommt, dann seid absolut bescheiden und freut euch darüber und versucht nicht, noch aus dieser Sache noch mehr Profit rauszuschlagen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte gefallen und sie erfreut euch ein bisschen, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Freut euch über die Geschenke, die ihr bekommen habt und vielleicht auch über die, die man gar nicht so sieht. Und sollte euch diese Geschichte gefallen haben, schenkt diese kleine wunderbare Geschichte auch euren Freunden und Bekannten. Also zeigt oder teilt es oder schickt den Link einfach per Mail oder WhatsApp. Diese Geschichte ist übrigens eine Hommage und eine umgeschriebene Eigeninterpretation der Geschichte Die Kuh der alten Frau, die geschrieben wurde und veröffentlicht wurde von Françoise Marie Lucel im Jahr 1881, welches wohl ein altes Predigtmärlein war. An dieser Stelle sage ich nochmal ganz herzlichen Dank an Barbara Zutz, das ist eine gute Bekannte, die mir dabei geholfen hat, diese Geschichte, diese alte Geschichte zu finden. Ohne die hätte ich wahrscheinlich heute keine Geschichte gehabt. Das nochmal Dankeschön. Das war jetzt die Weihnachtsgeschichte. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ich wünsche euch allen Zuschauern, die jetzt bis zum Schluss geblieben sind und sich diese Geschichte tatsächlich angehört haben, ganz frohe Weihnachten. Feiert mit eurer Familie. Lasst euch reichlich beschenken. Genießt diese besinnliche Weihnachtszeit. Hoffentlich nicht mit ganz so viel Weihnachtsstress. Und ja, wie gesagt, ich rede auch gar nicht mehr so viel. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und bis die Tage. Alles Gute. Ciao.